Ja, hallo liebe Freunde und Feinde. Ich habe wieder was rausgekramt, das ich mal kurz zeigen wollte. Und zwar ist das ein Teil des ABC-Materials der Bundeswehr. Und zwar ist das der Strahlendosimeter-Satz taktisch. Ne? Das ist hier so eine schöne, sehr stabile Kiste, eine Holzblechkiste. Richtig stabil tatsächlich. Hier oben mit einem schönen Tragebügel dran, kann man gut mitnehmen. Verschlossen mit einem Stahlriegel hier. Ne? Versorgungsnummer haben wir hier. Bezeichnung, Strahlendosimetersatz taktisch. Ne? Und dann haben wir den Abnahmestempel vom Bundesamt für Wehrtechnik und Bestechung. Wir haben hier oben einen Aufkleber drauf. Das wurde sehr häufig gemacht, nicht immer. Ne? Da stand die Einheit drauf, wo es zugehört. Das hier ist das Feldersatzbataillon 111. Und wurde letztmalig geprüft. Das kann ich nicht mehr lesen. Ne? Werknummer ist drauf 05891. Ja. So. Was ist das? Diesen Strahlendosimetersatz taktisch, der wurde 1960 eingeführt in die Bundeswehr. Gibt es einmal in Oliv für die Bundeswehr. Haben wir. Den gab es auch in Reihe 7008 Khaki Grau für den Luftschutzhilfsdienst, THW und so. Ja, den auch. Bei der Bundeswehr hatte den jeder Zug bei den Kampftruppen, also Panzergrenadiere, Fallschirmjäger, Gebirgsjäger, bla bla bla, da hatte jeder Zug einen so einen Kasten. Und bei den ganzen anderen Nachschieber, Instandsetzer, weiß ich was alles, da gab es einen pro Kompanie. Was ist da drin? Wir gucken uns an. Wir machen auf, Klappe auf. Das ist einmal der Inhalt. Die Kiste ist schön gepolstert. Hier oben haben wir ein Etikett drin. Da steht zum Beispiel drin, Versorgungsnummer und das Prüfdatum. Der wurde letztmalig geprüft, 84. Am 7.04.1984 hat den Eingefreiter einmal durchgeprüft. Er besteht aus dem Aufbewahrungskasten. Richtig stabil das Ding. Toll. Wir haben hier die technische Dienstvorschrift. Dann haben wir 12 Strahlendosimeter. Und zwar einmal 6. Man sieht das hier, die sind gelb markiert. Und wir haben 6. Na. Und wir haben 6, die sind violett markiert. Kommen wir gleich noch zu. Und dann haben wir noch ein, wie heißt das Ding ganz genau? Lade- und Ablesegerät. So. Wer kann Blödsinn erzählen, ne? So. Das ist also, sind die Bestandteile des Strahlendosimetersatz taktisch. Wir nehmen mal zwei Stück raus. Ne? Hier unten steht noch drin, wie man das Ding richtig einlegen soll. Ne? Mit dem Pinökel nach hinten. Alles klar. Ne? Ist ein bisschen gepolstert mit Filz und so. Ja, sehr stabil. Ah. So, wir haben hier zwei verschiedene, sind baugleich, unterscheiden sich nur in der Anzeige. Ne? Diese Strahlendosimeter mit der gelben Markierung. Der hat den Messbereich 0 bis 50 Röntgen. Gelb da oben. Und der mit Violett hat 0 bis 500 Röntgen. Hat also eine viel gröbere, größere, einen größeren Messbereich. Also schlau ist es wahrscheinlich, den gelben zu nehmen, um zu gucken, 0 bis 50 Röntgen. Und wenn man richtig verstrahlt ist, ne, dann hat man den violetten und dann wird es auch problematisch. Ne? Also wenn da steht 50 Röntgen, dann hat man schon ein kleines Problem eventuell. Das Ding hatte hier einen Clip und konnte man zum Beispiel in die Feldjacke reinmachen, in die Tasche oder auch in dem Overgarment, in dem Offizierschutzanzug, wo man reingesteckt hat und dann ja, hat er angezeigt. Er hat unten noch so eine Plastikkappe. So. Und so hat den man ihn dann getragen. Rein. Und dann konnte man einen Tag rumkämpfen,
und konnte dann abends zum Beispiel gucken, was hat man denn für Strahlung aufgenommen. Ne? Und das macht, das ist nichts anderes. Ne? Der nimmt die Strahlung auf und innen drin ist eine Anzeige. Kann ich jetzt, kann man nicht wahrscheinlich nicht so richtig sehen hier. Nee. Da sieht man hinten die Anzeige mal gerade so ein bisschen. Aber man kann halt nicht sehen. Seht ihr das? Drecksding. Wie das anzeichnet. Das ist einfach eine Skala. 0 bis 50. Und dann ist da so ein Strich, der wandert mit Kontamination weiter. Ne? Man brauchte das Ablesegerät gar nicht dazu. Man konnte das Ding einfach im Hellen ranhalten und hat es dann gesehen. Ja. Genau. Da ist es. Wie so ein Stift, das konnte man durchgucken gegen Licht, ne? Und dann hat man das gesehen. Toll. Diese Strahlendosimeter haben hier noch Hersteller, Versorgungsnummer, Werknummer drauf. Ja, wichtig ist, man hat hier einen farbigen Strich und hier oben. So, da seht ihr es. Den brauchen wir nämlich hier für unser Lese- und Lade- und Ablesegerät. Mensch, was für ein Wort. Ne? Lade- und Ablesegerät. Ist sehr stabil, das Ding. Sehr massiv. Wird mit zwei Monobatterien, die dicken, geladen. Moment. Das Schöne daran bei dem hier ist tatsächlich, dass auch handelsübliche Batterien reinpassen. Man braucht also keine Spezialbatterien wie bei anderen Geräten, wenn man Pech hat, ne? Sondern hier passen wirklich tatsächlich alle rein. Ne? Keine Ahnung, warum die Bundeswehr bei manchen Geräten das gemacht hat und bei manchen wieder mit Spezialbatterien gearbeitet hat. Ein ewiges Geheimnis. So, reinschreiben, raufschrauben, relativ festmachen. Hier ist so ein Schlitz, da kann man zum Beispiel mit einer Münze das Ding nochmal festdrehen, wenn man will. Ne? Hier ist ein Fenster zum Reingucken. Wir haben hier einen Lichtschalter. Wir haben hier den Drehschalter, um das Ding wieder zu... Ja, das heißt laden. Ne? Eigentlich stellt man den praktisch auf Null, ne? Mit diesem Rädchen. Und die sagen halt dann, das ist halt das Laden, wenn man den auf Null stellt. Begriffsfindigkeiten. Ne? Hier, wie gesagt, Batterie. Hier oben kommt der Strahlendosimeter rein. Hier haben wir Hersteller, Versorgungsnummer und Baujahr. Der hier ist von 1961. Ist also relativ ein frühes Ding. Ne? Ich habe aber auch noch nie ein älteres als, ich meine, 68 gesehen. Ich glaube, ich denke mal, nach 68 wurde nicht mehr hergestellt. Da hat die Bundeswehr wahrscheinlich genug gehabt. Also von daher, ja. So, wir haben hier oben den so einen Gummistopfen. Plupp. Ne? So, was macht man damit? Ganz einfach. Man nimmt einen Strahlendosimeter, Kappe ab. So, und dann hat man hier zwei Einstellungen. Einmal mit zwei Strichen, einmal ein Strich. Wenn ich diesen Strich hier, diesen hier nehme und bringe den mit dem, so, mit dem ein Strich genau in Verbindung. So, und schalte dann an. Jetzt ist er an. Dann kann ich reingucken und kann lesen, Null Röntgen, das Ding ist auf Null gestellt. Ne? Wie gesagt, ich kann auch so gucken, aber so ist es halt auch bei schlechtem Licht oder so, geht es halt so besser. Ne? Reindrücken auf dem ersten Strich, dass die Farbmarkierung im ersten Strich übereinstimmt. Anschalten, reingucken, ist auf Null. Toll. Jetzt kann das natürlich sein, dass man mal so ein bisschen verstrahlt ist. Dass man wirklich eine radioaktive Strahlung
ausgesetzt war und dann zeigt das Ding halt an, keine Ahnung, 25 Röntgen, also der ist nicht auf Null mehr. Da muss man den, wenn man raufgeguckt hat, ne? Man guckt rauf, ui, 25 Röntgen, schlecht. Jetzt muss man den ja wieder zurückdrehen, auf Null bringen. Ne? Und das ist dann dieses Laden, was es heißt. Ne? Das heißt, wir haben hier zwei Striche. Wir bringen die Farbmarkierung mittig mit den zwei Strichen rüber. Fängt schon mal gleich an zu leuchten hier, ne? Zack. So, und dann guckt man rein und kann den dann mit diesem Drehrädchen auf Null drehen. Guckt rein, auf Null drehen. Fertig. Entnehmen, das war's. Mehr konnte man nicht tun. Ne? Konnte mit dem Gerät ablesen und das Ding wieder auf Null stellen. Fertig. Und normal ist es so, dass diese 12 Strahlendosimeter verteilt wurden. Keine Ahnung, Gruppenführer, jeder Gruppenführer hat einen gekriegt oder pro Zug zwei Stück. Und dann wurden diese Leute dann einzeln nachgeguckt und ausgewertet. Braucht ja nicht jeder mit rumlaufen, ne, sondern nur ein paar haben das gekriegt. Ne. Ja, das war schon die ganze Bedienung dazu. Mehr konnte es nicht. Ne. Konnte nur anzeigen und dann wieder auf Null stellen. Auch wenn man nicht unbedingt auf einem atomar verseuchten Kampfgebiet war, hat der Körper ja, oder diese Strahlendosimeter, trotzdem Radioaktivität aufgenommen. Und zwar aus der natürlichen Umgebung. Wir haben ja immer eine natürliche, geringe radioaktive Strahlung, die ist echt gering. Ne? Aber auf lange Sicht haben diese Dinger das auch gemerkt, aufgenommen und sind auch ein bisschen ausgeschlagen. Ne? Und deshalb musste man dann, bei uns war es damals einmal im Vierteljahr, hier steht im TV steht nichts drin dazu, wir mussten einmal im Vierteljahr alle Strahlendosimeter nehmen und alle auf Null stellen. Wieder. Das war so eine Arbeit, die habe ich dann immer delegiert an einen meiner Gefreiten, Obergefreiten. Da habe ich gesagt, hier, setze ich hier die ganzen Kisten und fange an. Und war damit zwei Stunden beschäftigt. Oder so. Jeden einzelnen rauszugucken, zu prüfen. Ne? Wenn die Dinger kaputt waren, gingen die erstmal in die Instandsetzung. Die konnten die aber nicht reparieren. Und die haben sie dann weitergeleitet an die Inst, an unsere Nachschubkompanie. Und die haben die dann zurückgeliefert und man hat dann Ersatz gekriegt. Weil reparieren konnte man die so gar nicht. Die ging dann an irgendein ABC-Depot, keine Ahnung was, und dann hast du halt Ersatz gekriegt. Und wichtig ist immer, dass man darauf achtete, dass man die richtige Farbmarkierung hat. Sonst hat man ja nicht mehr 6 und 6 gehabt, sondern plötzlich 5 und 7. Das geht ja nicht in der Bundeswehr. Katastrophe. Joa. Sehr selten sieht man eigentlich diese Dinger wirklich in der Übung. Auf Übung. Wir hatten die auf Übung nie dabei. Die waren immer in der Waffenkammer. Wir haben die, wüsste ich nicht, wir haben die mal vielleicht mitgeschleppt, aber wir haben die nicht ausgegeben. Weil das war eine irre Schreiberei, wenn so ein Ding kaputt verschwunden ist, verloren geht. Ne? Dann gab es erstmal Alarm, weil böse. Ne? Ja, das Material war Standmaterial, also war gebucht. In der Stärkungs- und Aufrüstungsnachweisung natürlich und in der Truppenstandsübersicht. Habe ich schon ein Video drüber gemacht, was es bedeutet. Und damit war das auch total wichtig. Ja. Das war die ganze kurze Erklärung zu dem fantastischen Strahlendosimeter satztaktisch. Im Ernstfall hätte jeder Soldat, oder nicht jeder Soldat, ein paar ausgewählt, das Ding gekriegt. Kann man nur hoffen, dass die dann nicht verstrahlt waren, nicht wahr? Wäre übel. Joa. Kleiner, ich glaube, das einzige Mal, wo ich das Ding wirklich gesehen habe, wo es wirklich angesprochen war, das war hier bei Urlaub Entertainments 5 gegen Willi. Da hatten sie das in der Zone gekriegt, das Ding. Haben das in der Zone gekriegt. Ja, ja. Hat damit gedacht. Ne? War schon. Fand ich cool. Hat mich gefreut. Als ich das gesehen habe, dachte ich nur, oh, witzig. Cool. Ich habe die Batterien wieder rausgenommen.
weil ich den, der kommt jetzt wieder ins Regal und dann kann es sein, dass ich ihn erstmal wieder ein Jahr nicht, nicht anfasse. Ich prüfe nämlich nicht einmal im Vierteljahr, ob die auf null zurückgestellt sind. Nö. So. Ja, das war's. Strahlenlose Niedersatz taktisch. Ich finde diesen Dings sehr gut, diesen Behälter. Der ist schon echt stabil, also der alleine hält einen Atomschlag aus. Aber musste ja auch halten. Ne? Diesen Satz kriegt man bei eBay auch relativ zum geringen Preis, weil den kann keiner gebrauchen, den will auch keiner haben. Und deshalb, ich sag mal so, beim Preis von mit komplett, so wie dieser hier, der ist halt komplett der Satz, ne? Im guten Zustand, funktioniert alles. 30 Euro, um die 30 Euro kostet der in dem Zustand. Wenn die schlechter sind, ich habe die auch schon unvollständig gesehen, da fehlten dann mal ein oder zwei Strahlendosimeter, ne? Da gibt es die mal für einen 20er oder so. Also, wie gesagt, haben ist besser als brauchen. Ist wahrscheinlich was für die Prepper, ne? Die sagen, oh, wenn der Atomkrieg kommt, ne? Oder ein GAU oder so, ne? Dann können sie mal gucken, wie verstrahlt sie sind. Egal. Gut, das war's schon. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wer von euch das Ding kennt. Vor allen Dingen, habt ihr das Ding in der Übung mal benutzt vielleicht? Wir nicht. Es war immer mehr Deko. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und sonst bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Das ist diese, das ist...